So, guten Morgen allerseits. Ich habe letztes Mal diese Begriffe CISC und RISC erwähnt, eingeführt, ein wenig darüber gesprochen. Wir haben über Prozessoren gesprochen, CISC-Prozessoren. Insbesondere fiel uns da natürlich die Intel-Architektur ein. Wobei man auch da drin noch sehen kann, dass es ganz weit innen drin bei dem Ausführungskern in den modernen Intel-Maschinen diese RISC-Gedanken, über die wir hier gerade sprechen, wie Reduced Instruction Set Computer, auch verwirklicht sind. Der PowerPC, das ist Versuch ist der falsche Ausdruck, die Prozessorarchitektur, die aus der 801 herausgewachsen ist, das hieß dann, wurde dann eben irgendwann mal Power 1 und Power 2 genannt bei IBM, die dann zusammen mit anderen Firmen zu einem Prozessor weiterentwickelt wurde, der auch fleißig eingebaut worden ist. Sie sehen hier so Versionen, die es davon gegeben hat, und der eine Version davon, dieser IBM Gecko, der war dann auch in Spielekonsolen drin, in weitverkauften Spielekonsolen drin. Und diese Prozessoren hier, diese drei Zeilen, die haben für über 10 Jahre die Macs angetrieben. Schön an dieser PowerPC-Architektur ist ihr regulärer Charakter. Ne? Zunächst mal die hier oben und die hier noch mit einem 32-Bit-Adressraum, 32-Bit-breite Register, die Instruktionen passen in 32-Bit rein, 32 General Purpose Registers und 32x32 Floating Point Registers, beziehungsweise die kann man auch breiter haben. In späteren Zeiten hier beim G5 wurde es dann auch ein 64-Bit-Prozessor. Also noch umgebaut auf 64-Bit interne Register und so weiter und so weiter. Der PowerPC hat ein paar mehr Adressierungsarten als unsere DLX, auch nicht alinierte Daten, also Daten, die nicht auf 32-Bit-Grenzen im Speicher liegen, sind ohne weiteres möglich. Man kann also auch ein Load-Byte auf einer ungeraden Adresse machen und kriegt dann genau das Byte. Es gibt so eine Multiply-Add-Instruktion, das war viele Jahre lang ganz wichtig für diese Architektur, weil man damit eben, wie beim letzten Mal schon besprochen, solche Summen effizient ausrechnen kann. Und das ist auch das, was in digitalen Filtern drin steckt. Damit man mehrere Kerne in Computer einbauen kann und die kooperieren können, gibt es, damit man Logs, Mutexe machen kann, auch so eine Spezialinstruktion, dieses unteilbare Swap. Wir werden das hier nicht in der Vorlesung diskutieren, wieso man das braucht. Da gibt es andere Vorlesungen dafür, aber ich möchte es wenigstens erwähnen. Auch, dass es mehrere Condition Code Register gibt. Also das ist so eine Art Registerkonzept für diese Condition Codes, das ist noch ganz praktisch. Anzumerken, das steht hier nicht drauf, der PowerPC, insbesondere auch in dieser Version hier und dann später, hat eine sehr effiziente Vektoreinheit, dass man vier Vektoren mit 4 Floats oder auch mit 8 Floats mit einer Instruktion zum Beispiel addieren kann. Auch deshalb wurde der PowerPC und wird fleißig eingebaut in DVD-Player und sowas oder in Blu-ray-Player, weil man da auf günstige Weise, der Chip, der braucht nicht ganz so viele oder viel weniger Transistoren, um eine ähnliche Leistung zu erbringen wie die Intel-Architektur, das ist also effizienter, ökonomischer, und man kann da günstige Chips kaufen, die man in solche Geräte einbauen kann,
die man dann auch für 100 Euro oder so verkaufen kann. Auch noch erwähnen möchte ich hier, dass es Versionen von dem PowerPC gibt für Supercomputer, und auf der Top 500 Liste, die jetzt gerade erst vor ein paar Tagen wieder rausgekommen ist, der 500 schnellsten Maschinen, unter den 10 schnellsten Maschinen in dieser Liste, unter den Top 10, sind 4, die auf der PowerPC-Architektur basieren. Das sind diese IBM BlueJeans Prozessoren. Und das sind Parallelrechner, die auf PowerPCs, auf dieser Architektur aufbauen. Ich habe hier noch, um noch ein paar andere zu erwähnen, nochmal diese Hewlett-Packard Precision Architecture aufgeschrieben. Das Interessante an der ist, dass die erste RISC-Architektur war mit sogenannten Multimedia-Erweiterungen, also Vektorinstruktionen, der erste Mikroprozessor mit Vektorinstruktionen. Und es gab kein richtiges Multiplizieren, sondern man hat dieses Shift-Add für die Multiplikation benutzt. Da muss man halt mehrmals hintereinander Shift-Add machen. Aber es stellt sich raus, dass es für viele Anwendungen, zumindest im Integer-Bereich, völlig ausreicht, das hier zu haben und die Multiplikation dadurch zu ersetzen, beziehungsweise so ein Abziehen und Shift für die Division. Interessant sind auch noch diese Spark-Rechner, einer von den, ich glaube die Nummer 10 auf der Top 500-Liste, oder die Nummer 9, das weiß ich nicht mehr genau, also jedenfalls gibt es da weit oben, ich glaube noch weiter oben, 6 oder 7 oder so, einen japanischen Supercomputer auf der Top 500-Liste, der auf diesen Spark-Prozessoren aufbaut. Auch die Sun-Computer verwenden solche Spark-Prozessoren. Was ich an diesen Sparks noch besonders witzig finde, witzig ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber kreativ, das ist der richtige Ausdruck, kreativ finde, ist dieses Register-Window. Die Sparks haben nämlich viel mehr Register. Ja, klassischerweise eben, sagen wir mal, hat eine klassische RISC-Maschine hat 16 oder 32 Register. Die Sparks haben zum Beispiel auch 128 Register. Natürlich kann man die 128 Register, was heißt natürlich, man könnte es schon, aber die 128 Register oder noch mehr kann man nicht gleichzeitig in den Instruktionen benutzen. Aber da gibt es so ein Fensterkonzept für die Instruktionen, dass man insgesamt diese Fenster sind, man verwendet 3 Stück von diesen Registerfenstern, jeweils A8 Registern, und der Prozessor verwaltet dann so Indizes, den Basisindex von den Registern, zum Beispiel 8 Register, die man für lokale Variable benutzt beim Funktionsaufruf, 16 für die Parameter, 8 rein, 8 raus, und dann gibt es noch ein weiteres Fenster hier unten für globale Variablen, und Sie sehen, das ist so ein typisches C-Programm für häufig genutzte Variablen, also es gibt ein paar so globale, die man ja gerne benutzt, und dann für eine typische Funktion, 8 Variablen ist eigentlich schon ganz gut so, und dann noch Parameter rein und raus. Ein Compiler kann das schon effizient benutzen, um möglichst wenig Parameter herumzuschaufeln. Ne, man kann es auch so machen, dass man lokale Variablen kreiert und dann dieses Parameterfenster gerade so überlappend da dran oder drüber legt, für den Funktionsaufruf, dass man gar nicht mehr Variablen kopieren muss, um eine Funktion aufzurufen. Also das ist ein ziemlich raffiniertes Konzept. Mit einer Spezialinstruktion kann man dieses Registerfenster verschieben. Man macht also beim Prozeduraufruf, legt man die Sachen in eigenen Registern ab, setzt das Registerfenster gerade richtig und ruft die Prozedur auf, und man braucht nichts auf dem Stack kopieren
insbesondere nichts ins Memory schaffen, ganz raffiniert. Als letztes hier unten möchte ich noch auf dieser Folie zumindest ein Konzept erwähnen, das ich hier nicht weiter vertiefen möchte. Das gibt es bei vielen Signalprozessoren. Das heißt FLIV, Very Large Instruction Word. Da werden in einem Instruction Fetch, vielleicht hätte ich das hier auch mit C schreiben sollen, wenn ich hier hinten Fetch schreibe, in einem Instruction Fetch werden werden Befehle, Operationen für 3 oder 4 Funktionseinheiten gleichzeitig geholt. Das kann man sich so vorstellen, dass man geht einmal in den Speicher, holt zum Beispiel 128 Bit und dann hat man ja 4 mal 32 Bit und die werden in verschiedene Teile des Prozessors reingesteckt, parallel verarbeiten und mehrere Instruktionen auf einmal holen. Auch hier muss auch ein C natürlich rein. Dieses FLIF-Konzept kann man insbesondere, damit kann man insbesondere auch in Signalprozessoren Pipeline-Verarbeitung, so eine Art Pipeline-Verarbeitung organisieren. Das will ich auch hier nicht weiter vertiefen, sowas ist eher was für die Vorlesung Multimedia. Auf dieser Seite, die habe ich auch angefügt, gibt es noch einen weiteren RISC-Prozessor, der es wert ist, erwähnt zu werden. Das sind die ARMs. Heutzutage buchstabiert man ARM als Advanced RISC Machine aus. Früher hieß das mal Acorn RISC Machine. Die Geschichte ist, dass es eine Fernsehsendung der BBC gab und da wurde ein Computer zusammengebaut. Und dieser Computer von der BBC, der wurde in England vertrieben von einer Firma, die nannte sich Acorn. So wie es hier buchstabiert ist. Und erfolgreich vertrieben, recht erfolgreich vertrieben. Da gab es dann schon Hunderttausende von denen in England. Und irgendwann mal wollten die auch in den 80er Jahren einen neuen Prozessor haben, aber anders als viele andere Computerfirmen loslaufen und irgendwie bei Intel was holen oder sonst wo einen Prozessor holen, haben sie sich überlegt, wir bauen mal unsere eigene Prozessorarchitektur. Und daraus sind die ARMs entstanden. Und wenn Sie heutzutage Ihr Smartphone aus der Tasche ziehen, da steckt mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit so ein ARM-Prozessor drin. Also all die iPhones und fast alle Androids oder auch die Windows 8 Tablets zum Beispiel oder die iPads, und die anderen Pads, die so rumgeistern, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit ist dann ein ARM-Prozessor drin. Das ist hier steht das auch, 2007, 98% aller verkauften Mobiltelefone haben eine Version von diesen ARM-Prozessoren drin, 2009, 90% aller Embedded-Prozessoren. Man kann bei ARM, das ist eine 32-Bit-Architektur, hier unten steht es, 16 Register, Instruktionen 32-Bit breit. Die Instruktionen, das ist noch ein ganz interessanter Instruktionssatz, der hat so Conditional Execution. Da können Sie sagen, ich will die Subtraktion nur machen, wenn die Condition Codes auf less than stehen. Also wenn die Zahl kleiner 0 ist, dann will ich noch die Subtraktion machen. Also das R3 vom R5 abziehen und wieder ins R5 reinstecken. Und es gibt hier auch noch so andere Mechanismen, dass man hier zum Beispiel an die Addition noch eine Shift-Instruktion anhängt und dass das dann alles zusammen nur eine Instruktion ist, die einen Zyklus in der Pipeline besetzt. Über Pipeline müssen wir gleich noch sprechen. Das ist so, dass Sie von dieser Firma ARM, die bauen selber keine, die stellen die nicht her, die machen nur die Konstruktionszeichnung. Da kaufen sie das, was man Intellectual Property nennt. Da gibt es verschiedene Sorten von Lizenzen, die man lösen kann. Man kann so eine Art Fertiglizenz lösen, dann kriegt man Zeichnungen, mit denen kann man Chips machen. Oder man kann eine Architekturlizenz lösen und dann kriegt man die Konstruktionspläne mit Dokumentation und kann selber Chips bauen. Firmen wie Qualcomm machen das. Qualcomm ist ja einer der größten
Lieferanten von Prozessoren für Smartphones. Oder Apple macht seine eigenen, Freescale, das ist dieser Motorola-Nachfolger, dessen Name mir gestern nicht eingefallen ist. Auch Intel hat so eine Architekturlizenz und noch ein paar andere. Aktuell gibt es hier diese, ja, oder relativ aktuell sind diese Architekturvarianten. Da gibt es zum Beispiel auch einen mit mehreren Kernen in einem Chip drin. Zur Kompatibilität und auch um billige Systeme herzustellen, gibt es noch diesen Thumb Mode. Das sind die Instruktionsworte kürzer, man braucht also weniger Speicher. Die Befehle haben weniger Optionen, man kann nicht alle Register von diesen hier benutzen, sondern nur wesentlich weniger. Das hat dann eine höhere Codedichte und man braucht auch nur weniger Pins nach außen rauszuführen, zum Beispiel in solchen Handheld Gameboys und sowas, die man auch günstig herstellen kann. Da kann man auch nicht so viel RAM verbauen. Da wird dieser ARM dann im Thumb Mode betrieben. Da gibt es dann auch, naja, hier so Versionen A7 und so weiter, die etwas einfacher sind. Also der ARM ist ein super erfolgreicher Prozessor, während alle anderen in den 90er Jahren und so von 2000 bis 2005 oder auch noch ein bisschen länger alle anderen Prozessorhersteller daran gebaut haben, die Prozessoren immer schneller zu machen, hat eben ARM daran gearbeitet, die Prozessoren stromsparender zu machen. Und als dann die Mobiltelefone ja so gefragt waren und es Prozessoren dafür brauchte, dann hatte ARM die stromsparendsten Chips. Die anderen hatten zwar die schnellen, und die sind auch heutzutage ja in vieler Hinsicht noch schneller als die ARMs, die anderen Prozessoren, die da so rum, über die wir eben gesprochen haben, auch letzte Stunde gesprochen haben, aber die ARMs brauchen eben viel, viel weniger Strom. Und die Firma ARM, Acorn, RISC Machine, die haben es fertiggebracht, dadurch, dass sie alle ihre Arbeit auf Stromsparen konzentriert haben, oder fast alle auf Stromsparen konzentriert haben, da den richtigen Prozessor zur richtigen Zeit zu haben. Für Mobiltelefone, für Smartphones. Man will ja da insbesondere deshalb Strom sparen, damit die Batterie länger lebt. Heutzutage gibt es eine ganze Menge Projekte, die neuesten Versionen von dem ARM nehmen, um Supercomputer zu bauen, effiziente Supercomputer bauen, die ein Zehntel oder 20% von dem Strom verbrauchen, den vergleichbare Supercomputer auf diesen vorher besprochenen Hochleistungschips verbrauchen. Also wenn es Öko-Parallel oder Öko-High-Performance-Computing nachdenken, dann sind auch da diese ARM-Parallel-Prozessoren das Richtige. So, aber jetzt, ich habe schon öfters darüber gesprochen, jetzt müssen wir uns überlegen, oder ich möchte Ihnen erzählen, wie man Computer schnell macht. Einen Ansatz haben wir ja schon gesehen, sich aufs Wesentliche konzentrieren bei den Instruktionen, nicht so viel Firlefanz einbauen und die Prozessoren mit den vielen Registern, die scheinen nützlich zu sein. Wenn man die entsprechenden Compiler hat, die für die so eine Anzahl von 16 oder 32 Registern den passenden Code generiert, sodass möglichst viele von unseren Variablen bei der Programmausführung in den Registern liegen. Instruktionen schnell ausführen. Hier steht Instruktionen ausführen, aber es geht uns natürlich um schnell ausführen. Für diesen Zweck haben die Informatiker schon vor vielen Jahren das Fließbandprinzip entdeckt. An so einer Instruktion, da sind eine ganze Menge Aufgaben zu erfüllen. Wir haben das selber bei der MIMA gesehen. Da muss erstmal die Instruktion aus dem Speicher geholt werden. Und dann müssen in dem nächsten Schritt die Operanden
der Instruktion zur ALU geschafft werden. Und dann muss die ALU rechnen und dann müssen die Resultate versorgt werden. Wenn Sie sich an unsere 12 Mikroinstruktionen erinnern, dann waren das die wesentlichen Sachen, die gemacht werden mussten. Also Instruktion holen, Operanden ranschaffen, rechnen, Resultat speichern. Und weil das Schritte sind, die hintereinander gemacht werden müssen, wir können eben noch nicht rechnen, wenn die Operanden noch nicht da sind, und wir können noch keine Operanden holen, wenn wir nicht wissen, welche, weil wir die Instruktionen noch nicht haben, heißt das, dass diese Sachen hintereinander ausgeführt werden müssen. Und dieses hintereinander ausführen, naja, das kennt man schon aus der industriellen Produktion gut, eben das Fließband. Instruktionen haben Teilschritte, ich habe es gerade eben für die, nochmal in der Reminiszenz der MIMA, Rückblick auf die MIMA gesagt. Und die Idee ist jetzt, dass wir diese Teilschritte parallel ausführen. Das heißt also, wir, nachdem wir eine Instruktion geholt haben, Instruction Fetch, und wir uns darum kümmern müssen, die Operanden zu holen, das ist der Instruction Decode, können wir ja schon versuchen, die nächste Instruktion zu holen. Und wenn die nächste Instruktion geholt ist und wir die dekodieren können, dann können wir bei der ersten, da haben wir jetzt schon die Operanden geholt, können wir bei der ersten die ALU schon mal anwerfen. Und die ALU, die brauchen wir ja nicht, um hier die Instruktion, die Operanden heranzuholen. Und wenn wir es richtig machen, brauchen wir auch die ALU nicht hier, während wir die nächste Instruktion holen. Bei der MIMA braucht man die ALU zum Instruktionsholen, wenn man da plus 1 raufzählen will. Aber da müssen wir eben das ersetzen und eine kleine Zusatz-ALU für das Inkrementieren des Programmzählers, des Instruktionsadressregisters einbauen. Und wenn wir hier oben die Resultate im Speicher verarzten, können wir die ALU rechnen lassen, können einen Teil der Maschine die Operanden besorgen lassen und können hier die nächste Instruktion holen. Und hier sehen wir dann unsere Pipeline komplett gefüllt. Das linke Ende der Pipeline holt eine Instruktion, der nächste Schritt dekodiert, die wir schon vorher geholt haben, der führt aus, die ALU führt aus, was wir, die Operation auf den Operanden, die geholt worden sind in der Vergangenheit, hier wird in den Speicher geschrieben oder aus dem Speicher geholt, was wir hier ausgerechnet haben, und hier wird in Register zurückgeschrieben, was wir hier geholt haben. Und jetzt ist diese Pipeline gefüllt. Und so ist es auch schön, da ist jeder am Arbeiten, so wie bei der Autoproduktion. Da spritzen die Lackierer, erst wird die Rohkarosse geschweißt und dann, während die da weiterschweißen am nächsten Auto, wird das erste lackiert und dann rutscht es wieder eins weiter und dann kommt der Motor rein und das Getriebe und die Räder dran und die Zierleisten und die Sitze und so weiter. Alles in der Pipeline, naja, die Pipeline bei der Autoproduktion, die hat hunderte von Schritten, aber wie das bei der Pipeline von der Autoproduktion so ist, vom Blech vorne rein bis hinten, das Auto fährt aus der Produktionshalle, vergehen ein paar Stunden, aber wenn Sie sich einfach ans Ausgangstor von der Produktionshalle hinstellen und gucken, da fährt alle Minute ein Auto raus, ein neues Auto. Und hinten am anderen Ende kommt jede Minute einmal ein Packen Blech rein, aus dem das Auto gemacht wird. Und irgendwo anders jede Minute ein Getriebe und woanders jede Minute ein Motor. Und das muss schön organisiert werden, aber dann braucht man nicht zum Herstellen von einem Auto mehrere Stunden oder einen Tag, sondern es sieht so aus, als ob ein Auto in einer Minute hergestellt ist. Allerdings gibt es diese Pipeline-Latenz, diese Fließband-Latenz. Also wenn ich jetzt hier rote Farbe reinstecke, auf ein Auto draufspritze, dann ist es eben doch erst ein paar Stunden später, fährt da hinten ein rotes Auto raus. Eine Instruktion braucht zwar N Maschinenzyklen, bis sie fertig ist. Und wenn wir die erste hier reinstecken,
wenn wir hier die erste Instruktion holen, sind eben hier zum Beispiel 5 Zyklen später, ist die erst fertig abgearbeitet. Aber wenn wir uns dann hier an den Ausgang der Pipeline hinstellen, sehen wir in jedem Zyklus, wie eine Instruktion fertig wird. Wenn wir also die Pipeline immer schön gefüllt halten, können wir auch sagen, dass in jedem Zyklus eine Instruktion fertig ist. Ein Zyklus, naja, das setzt sich aus mehreren Takten zusammen. Hier habe ich mal M-Takte hingeschrieben, wobei das M heutzutage in der Regel kleiner gleich 4 ist. Um das so schön hinzukriegen, müssen diese Einzelschritte in der Pipeline aber unabhängig sein. Unabhängig in dem Sinne, dass wir hier rechnen können, sollen, ohne dass wir hiervon irgendwas brauchen. Also das Resultat hiervon, naja, wenn wir erst das Resultat hiervon brauchen, um das hier machen zu können, dann klappt es nicht. Wenn wir hier für den Instruction Decode was brauchen, was der hier ausrechnet, dann haben wir auch ein Problem. Also über diese Unabhängigkeit der Einzelschritte in der Pipeline, die Entkopplung der Stufen, darum muss man sich kümmern und darüber werden wir wohl auch noch sprechen. Eins hatte ich schon erwähnt. Das ist, dass die MIMA, so wie wir sie vor ein paar Wochen gemacht haben, die braucht die ALU, um das Instruktionsadressregister raufzuzählen. Und das Instruktionsadressregister 1 raufzählen, dieses 1 addieren, beziehungsweise wenn wir byte-orientiert rechnen, 4 addieren, dafür brauchen wir einen eigenen Addierer. Damit hier an dieser Stelle die ALU rechnen kann, addieren, subtrahieren und oder XOR und so weiter, also die ALU rechnen kann und hier unten der Befehl geholt werden kann und die Adresse vom nächsten Befehl im Instruktionsadressregister abgelegt werden kann. Da brauchen wir ein bisschen mehr Funktionseinheiten, eben diesen Addierer noch. Der Pipeline-Takt, wie kurz diese eine Zeit sein kann, also aus wie vielen Takten der Maschinenzyklus besteht und wie viele Nanosekunden so ein Takt lang ist. Einer und damit natürlich auch ein Zyklus. Das wird bestimmt durch den längsten Teilschritt in dieser Pipeline. Ganz intuitiv, wenn es eben mehrere Minuten dauert, bis das Auto fertig lackiert ist, die Rohkarosse fertig lackiert ist, dann kann auch erst nach ein paar Minuten die Pipeline 1 weiterrutschen. Und wenn das da dieser Schritt 10 Minuten dauert, dann fahren halt da nur alle 10 Minuten Autos vom Band. Wenn wir das Lackieren hier schneller hinkriegen oder hier parallelisieren und dann hinten später wieder zusammenführen, dann können wir die Taktrate da erhöhen. Also zum Beispiel der Speicherzugriff oder so eine Addition in ihrer zeitlichen Länge legt das den Zyklus fest. Und damit auch, wie viele Instruktionen wir pro Sekunde da am Ende der Pipeline als erledigt erklären können. Man kann natürlich dann einen so einen Schritt, wenn er besonders lang ist, aufteilen. Wir könnten zum Beispiel sagen, addieren Teil 1 und addieren Teil 2 oder sowas ähnliches. Und dann wird man zwei Alu-Teile machen, die auch wieder entkoppelt sind, eigene Schritte in der Pipeline sind. Aber dieses Auflösen, da hat es dann auch Probleme, über die wir noch ein bisschen sprechen werden. Das Wichtige ist, dass die Einzelschritte in der Pipeline schön ausbalanciert sind, dass es also keinen Schritt gibt, in dem besonders viel Arbeit zu machen ist und welche, in denen praktisch keine Arbeit zu machen ist. Daran muss man bei der Konstruktion sich kümmern. Zwischen diesen einzelnen Stufen braucht man in der Pipeline besondere Register, um die Zwischenresultate weiterzureichen. Werden auch manchmal Pipeline Latches genannt. Dass die Stufe L-1 schreibt ihr Resultat spät im Zyklus, also bei der
fallenden Flanke vom letzten Takt, sagen wir mal, in diesen Ausgangsregister, in so ein Latch hinein, und die Stufe N übernimmt dann im nächsten Zyklus den Input früh im Zyklus, also sagen wir mit der ersten steigenden Taktflanke. Ja, das ist so ein Entkopplungsmechanismus. Im Augenblick postulieren wir noch, und das werden Sie dann gleich sehen, warum das auch so ist, dass der Speicher seiner Resultate bzw. einen Cache, den wir dann einbauen müssen, dass die Resultate aus dem Speicher-Cache in einem Pipeline-Takt geliefert werden müssen, in einem Pipeline-Zyklus geliefert werden müssen. Wir werden es gleich sehen, die Pipeline langsamer machen, bis der Speicher dann fertig ist. Über Pipeline-Risiken werden wir heute und die nächste Stunde, insbesondere die nächste Stunde, noch intensiver reden. Pipeline-Risiken bedeutet, dass wir bei Verzweigungen und bei Sprüngen, das können Sie sich auch ganz einfach überlegen, wenn wir hier in dieser Instruktion sehen, das ist eigentlich ein Sprung, oder sagen wir mal hier, das hier ist ein Sprung, wir haben dann berechnet, ob gesprungen werden muss, sagen wir mal hier in der Gegend, haben schon den ganzen Kram in der Pipeline stehen, sehen aber hier, es muss gesprungen werden, ist das, was in der Pipeline steckt, natürlich Unfug oder nicht mehr brauchbar, weil es ja nicht das ist, wo wir hinspringen, sondern das ist, was nur danach kommen würde. Also da haben wir noch ein kleines Problem oder ein mittelgroßes Problem, über das wir reden müssen. Wir müssen auch über Brandenbezüge sprechen. Was ist denn, wenn der hier was ausrechnet, was der hier gleich braucht? Aber das würde ja erst hier in der Zukunft zurückgeschrieben. Also da müssen wir uns drum kümmern. Und noch so ein paar weitere Dinge hier. Das, was da passiert, das werden wir dann auch gleich vielleicht Ende der Stunde oder nächste Stunde sehen, das ist etwas, was man Pipeline Stall nennt. Aber als erstes möchte ich Ihnen die Struktur von so einer Pipeline vorführen und warum das klappt mit dem Aufbrechen. Die Zeichnung, die ich hier habe, die war früher ein bisschen anders, aber das ist jetzt eine, die ich komplett selbst gemacht habe und die ich nicht zitieren brauche, weil ich es eben selber gezeichnet habe. Ich bin mir bei der Farbauswahl noch nicht ganz sicher, ob ich die nicht noch verbessern könnte, aber das wird dann in der endgültigen Version von diesem Unterlagen, von dem iBook, dann auch nochmal anders werden. Diese DLX-Pipeline, die zitiert aus diesem Buch Quantitative Approach to Computer Architecture von Patterson und Hennessy. Das machen fast alle Kollegen, die eine Rechnerarchitektur-Vorlesung halten. Die Maschine heißt DLX und die ist so ähnlich wie die MIPS aus diesem Hennessy-Forschungsprojekt. Tatsächlich könnte man diese Vorlesung auch mit der MIPS-Architektur machen. Das wäre nur ein bisschen anders, ein bisschen kompliziert. Fangen wir mal links an. Wir haben also da einen Programmzähler, Program Counter. Und in dieser ersten Stufe, Instruction Fetch, nehmen wir den Program Counter und bitten das Instruction Memory, das kann das in einem Zyklus liefern, in diesem Zyklus liefern, um eine Instruktion. Ja, dann kommt die Instruktion hier rein. Gleichzeitig, und das haben wir ja bei der MIMA schon mal angeguckt, stecken wir den Programmzähler hier in den Addierer hinein und addieren 4 dazu. Und dann kommen wir zu einem neuen Programmzähler. Ja, der wird hier durch diesen Multiplexer auch gleich wieder zurückgeschrieben. Das müssen wir eigentlich hier hinzeichnen, weil von hier aus, manchmal tut sich da was. Aber das müssen wir dann später diskutieren, bei der Ausführung der einzelnen Stufen.
Also hier, neuer Programmzähler wird berechnet parallel mit dem Nachschauen, mit dem Holen der Instruktion aus dem Instruction Memory. Wenn der Zyklus vorbei ist, am Ende des Zyklus, stehen dann hier der neue Programmzähler drin, der auch gleich zurückgeschrieben werden soll, und hier die Instruktion, die wir geholt haben. Und der Instruction Decode, das sehen wir jetzt hier, der Instruction Decode, der greift in diese Registerbank hier rein. Wir haben hier diese R0 bis R31, sind die 32 General Purpose Register, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben. Also man muss hier im Instruktionsregister an den richtigen Bits, da gucken wir uns gleich an, nachsehen, und da ziehen wir jeweils 5 Bits raus, und die ersten 5 Bit, die wir da holen, das erste Register, das aus der Registerbank rauskommt, kommt in dieses Zwischenregister, in dieses Pipeline-Register A. Und dann, je nachdem, was es für eine Instruktion ist, es gibt ja mehrere Sorten, gehen wir noch kurz zurück an die richtige Stelle. Ja, Blättern ist immer ein bisschen doof, aber das machen wir jetzt trotzdem. Hier sehen wir, das kommt zum Beispiel ins Register A, Source Register 1, Source Register 2 kommt ins Register B. Oder manchmal kommt das hier ins Register A und das Immediate muss ins Register B hinein. Diese Dinger hier, die sollte ich vielleicht noch auf die anderen Seiten da hinten auch nochmal drauf kopieren. Brauche ich hier nicht jedes Mal rumzublättern. Ja. Also, der zweite Packen, die zweiten 5 Bit, die gehen entweder hier rein, um hier eines der Register auszusuchen von diesen 32, um sie hier ins B reinzustecken, oder die hinteren Bits von der Instruktion gehen hier in dieses Register hinein, nicht in diese Funktionseinheit hinein, und diese Funktionseinheit, die macht noch die Sign Extension, wenn nötig. Das ist also das vorderste Bit von den 16 Bit in die anderen 16 Bit kopiert werden, sodass wir hinterher eine korrekte Integer-Zahl plus oder Vorzeichen behaftet haben. Das ist dann der Immediate-Operand. Je nachdem, wie die Instruktion war, müssen dann, welche Instruktion es ist, wird dann hier im nächsten Schritt bei der Execution das Ding hier genommen oder das Ding hier genommen und hier unten in die ALU reingesteckt. Und hier wird entweder das genommen oder der Programmzähler, falls wir Sprünge berechnen müssen, wird der Programmzähler genommen und hier in die ALU hineingesteckt. Die ALU arbeitet in dieser Pipeline-Stufe. Während die ALU zum Beispiel die beiden A und B zusammenrechnet, wird natürlich das A und B wieder befüllt von der Instruktion, die wir als zweites geholt haben, und wir holen eine dritte Instruktion aus dem Memory. Die ALU ist irgendwann fertig und schreibt ihr Resultat in das ALU-Out hinein. Auch wieder spät im Zyklus. Ich will jetzt erstmal so den generellen Ablauf zum Beispiel für eine Additionsinstruktion kurz durchgehen. Jetzt haben wir den Output von der ALU fertig berechnet, und jetzt können zwei Sachen passieren. Kommt darauf an, was es für eine Instruktion war. Wenn es eine Addition war, passiert hier in dieser Stufe ganz wenig. Der Output wird hier in diesen Multiplexer reingeschrieben, sodass in der Write-Back-Stufe das Resultat in ein Register versorgt werden kann. Die Addition. Wenn hier die ALU so einen Immediate-Operanden, einen Offset auf ein Register drauf addiert hat, dann wollen wir danach mit dieser Adresse in diesem Memory-Schritt
in den Speicher gehen und eine Variable laden. Das wäre dann die Load-Instruktion. Dann steht das Resultat hier in diesem Load-Memory-Latch. Load-Memory-Data soll das hier heißen. Und der Multiplexer, naja, beim Write-Back schreibt dann das hier in diese Register rein. Genauso übrigens kann hier ein Store stattfinden, da gibt es eben kein Resultat und wir brauchen auch hier nichts zurückschreiben. Also für einen Load-Befehl, die sind ja von der Gestalt, ich schreibe es jetzt doch noch kurz hin, aber hier weiter, die sind ja dann wir wollen in das R3 1000 relativ zum R2 laden. Dieses 1000 R2, man muss also das Register R2 nehmen, die Zahl 1000 hier ins Immediate reinstecken und die ALU muss das hier, dieses Immediate, zu dem da, dem Register R2, dazu addieren. Das macht die, dann haben wir hier eine Adresse. Und mit dieser Adresse gehen wir dann in den Speicher. Also wir brauchen auch für das Laden die ALU. Wenn wir keinen Offset haben wollen, wenn wir nur Register indirekt laden wollen, dann müssen wir in das Immediate hier einen Nuller reinschreiben. Dann macht die Addition zwar nicht viel, aber es hält unsere Pipeline schön orthogonal und systematisch. Wir brauchen also keine Sonderveranstaltungen für mal mit im Offset und mal ohne Offset. Dann haben wir halt eine Execution, in der nicht viel passiert. Also im Vergleich zum Automobilbau, da wird eben kein Autoradio eingebaut in einer der Pipeline-Stufen, in einer der Fließbandstufen, ne? Sondern nur fährt es einfach vorbei, das Auto, und erst das nächste kriegt wieder ein Autoradio. Um da im Gleichnis zu bleiben. Also so ein Ladebefehl bedeutet, dass wir einen Offset zu einem Register dazu addieren und mit der entstandenen Adresse dann ins Datenmemory gehen. Eine Addition bedeutet, wir nehmen das A, ein Register, das B, das andere Register, addieren die hier und dann wird das Ergebnis, und es gibt keinen Memory Access in diesem Augenblick, vom Multiplexer hier hinten zurückgeschrieben in dieses Register. Worum wir uns jetzt auch noch kümmern müssen, ich habe hier drüber, also Addition, Subtraktion und so, das sehen Sie, glaube ich, werden gleich auch nochmal das ein bisschen im Detail anschauen, aber man kann es hier schon sehen, was passiert, worum wir uns dann natürlich auch all das, was die ALU sonst kann, als Verknüpfung von diesem A und B und das Laden und das Speichern, das haben wir jetzt auch schon uns überlegt. Was wir jetzt noch uns anschauen müssen, das ist die Springerei. Dazu gibt es hier oben auch noch ein paar Kästchen, die Sie schon gesehen haben und hier diesen Multiplexer. Ja, wir haben den neuen PC und der steht auch schon wieder hier und wir können das nächste holen. Über die Effekte von diesem Springen, da müssen wir später noch ein bisschen sprechen. Das kann natürlich auch bedeuten, dass wir erstmal das Falsche holen und später erst wissen, was wir hätten holen sollen. Aber schauen wir uns mal so einen Conditional Jump an. Der Conditional Jump bedeutet ja, dass wir im Programm hier unten Branch Not Zero schreiben wir mal und gucken wir irgendein Register an, R4 oder sowas. Und dann überlegen, und dann müssen wir entweder so weitermachen oder hierhin zurück. Und der Offset ist dann minus 60, sagen wir mal. Wie sieht das hier in der Pipeline aus? Nun, wir haben einen neuen PC berechnet. Der alte ist 4.
Das würde dann hier unten hingucken, hier auf die nächste Instruktion. Aber wir müssen ja das noch erledigen. Also wird hier das R4 rausgeholt, kommt in das A. Der PC, der wird, sagen wir mal, es muss gesprungen werden, das wird er ja dann erst hier benutzt. Der PC, der muss hier, hier kommt der neue PC rein und hier der Immediate Offset. Das hier, diese Testeinrichtung, diese Testschaltung, die guckt sich dieses Register, das R4 hier an und entscheidet, ist es 0 oder nicht. Wenn das, diese Entscheidung, die sagt aus, ob der Branch genommen werden muss oder nicht. Und diese Entscheidung treibt diesen Multiplexer. Wenn hier steht, wir wollen springen, dann muss das hier unten genommen werden, das was die ALU ausgerechnet hat. Wenn hier steht, wir wollen nicht springen, dann wird das hier oben genommen, dieser Zweig. Die Sprungadresse wird berechnet, man nehme den Programmzähler plus das Immediate, also das Immediate hier, Sign Extension, steht hier drin, der Programmzähler steht hier drin, die ALU berechnet jetzt das berechnete Sprungziel, also diese Adresse hier oben wieder, und steckt das Resultat an dem ALU-Out, das liegt ja in dem Multiplexer an. Also entweder nehmen wir den neuen Programmzähler oder den hier und entscheiden uns hier an dieser Stelle, welcher genommen wird. Das waren die Conditional Branches, es gibt auch Non-Conditional Branches und Jumps, die müssen alles so in der Art erledigt werden, bloß hier wird vielleicht immer gesprungen und nicht nur, wenn das A-Register hier auf 0 steht. Also das Register, was wir hier rausgeholt haben, was jetzt hier im A drin steht. Ich möchte Sie, wir sprechen jetzt über weitere, über die Vorgänge in der Pipeline, technisch ein bisschen, mit ein bisschen mehr Detail. Ich möchte Ihnen ja klar machen, dass das Ding funktioniert. Es gibt ein schönes Java-Applet, das ist schon relativ alt. Sie müssen in Ihrem Browser auch Java anschalten. Das gibt es hier bei dieser Quelle von einem Professor Prabhu in Iowa State. Und da kann man sich so einen Simulator von der DLX angucken, den der mal in Java eben programmiert hat. Und man kann dann sagen, so, ich möchte jetzt eine arithmetische Instruktion haben und dann sieht man, wie die Daten da so durchwandern durch die Pipeline in den einzelnen Schritten. Kann man im Einzelschrittmodus betreiben, für jeden Schritt einen Klick, oder man kann es ablaufen lassen sozusagen in Slow Motion. Und dann sieht man so nacheinander, wo die Daten sich lang bewegen, wie diese Pipeline-Zwischenschritte sich farbig dann abheben in den Latches und so weiter. Also es ist schon ein, gut zum Lernen, würde ich das mal formulieren. Ich schaue jetzt die einzelnen Stufen hier von unserer Pipeline noch ein bisschen an. Wir haben also hier das hier herausgenommen aus der Zeichnung vorher, den linken Teil hier, und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Und beim Instruction Fetch, das ist eben so, wir nehmen das Memory an der Stelle PC und schreiben es hier hin, und New PC ergibt sich zu der alte PC plus 4. Und das ist ja irgendwie so MIMA-artig. Kennen wir ja schon. Der Instruction Decode hier an dieser Stelle, die nächste Pipeline-Stufe, hier steht, welcher Befehl. Ja, wir müssen unterscheiden, ist es ein Jump, ist es ein Branch, ist es ein Load, Store ist so ähnlich, oder ist es ein ALU-Befehl, formulieren wir das mal so.
Die wichtigere Aufgabe hier drin, ich meine, das ist relativ einfach, die wichtigere Aufgabe ist eben, dass wir hier diese Ausgangsregister bereitstellen, das A, das B und das Immediate. Man nehme das Instruktionsregister mit den Bits 6, 7, 8, 9 und 10, 5 Bit, 2 hoch 5, 32, und benutze das als Index hier in die Registerbank. Also diese 5 Bits, die geben uns hier in diesem Vektor das richtige Register, das schreiben wir ins A hinein. Ins B schreiben wir das hier, Instruktionsregister von 11 bis 15. Das sind die nächsten 5 Bit des Instruktionsregisters. Wenn Sie ein bisschen zurückblättern, war das wieder dieses Source 1 und das Source 2 in den Rechenbefehl. Und das Immediate, dann nehmen wir das Instruktionsregister, die hintersten 16 Bit vom Instruktionsregister, diese hier, diese 16, die schreiben wir hier hinein, und davor nehmen wir noch das 16. Bit von dem Instruktionsregister. Wenn das eine 1 ist, machen wir 16 Einsen draus und packen es hier vorne dran, also hier dieses zwei Hashes sollen symbolisieren, dass wir das aneinandersetzen, konkatenieren. Die 16-Bit, die wir aus diesem einen gemacht haben, plus die 16-Bit, die im Instruktionsregister drin stehen. Und weil das Instruktionsformat so schön standardisiert ist, können wir das einfach immer machen. So sind das Instruktionsformat entwickelt, dass wir das immer so machen können. 6 bis 10, 11 bis 15 und das hier. 16 bis 31, können wir da reinschreiben. Dass das vielleicht nicht gebraucht wird oder anders interpretiert werden muss, das ist uns egal. Das können wir ja mal machen, wenn es hinterher nicht benutzt wird, was soll's. Ich gucke jetzt nochmal in die Runde, ob Sie Fragen hierzu haben. Ich habe meinen iPod Touch mal wieder vergessen. Ich muss den wieder regelmäßig mitbringen. Vielleicht benutzen Sie ja dann doch in der MyTU das mal, die Fragenfunktion. Und jetzt auf einer ganzen Folie allein den Execution-Schritt. Und in diesem Execution-Schritt müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Befehlen, die es gibt. Also, wie der Name schon sagt, wir wollen jetzt was berechnen. Entweder ein Resultat, arithmetisch, oder die effektive Adresse für den Schritt drauf, wo wir einen Speicher wollen. Die beiden Multiplexer, ich hätte jetzt vielleicht hier noch diese drei hier mitnehmen sollen, die beiden Multiplexer, die sorgen jetzt für die Auswahl der Operanden für die ALU. Also wir müssen dieses Ausgangsregister setzen und noch den Condition Code. Bei Load-Store-Befehlen kommt hier die effektive Adresse, mit der wir in den Speicher wollen, raus. In der nächsten Stufe, in der MEM-Stufe, brauchen wir eine Adresse, mit der wir im Speicher adressieren können, wenn es ein Load oder ein Store ist. Sonst nicht. Also beim Load-Store-Befehl, da kommt hier hinein das A, also der Multiplexer muss so geschaltet werden, dass er das A-Register nimmt, plus das Immediate, der Multiplexer muss auch auf den unteren Eingang geschaltet werden. Ja, Eingangsverteiler oder wie auch immer Sie das nennen möchten. Wir nennen es Multiplexer. Und dann wird die ALU auf Addieren gestellt. Na klar, Offset wird dazu addiert zum Register. Das hier. Wenn es ein Register-Register-Befehl ist, dann brauchen wir das Resultat von A verknüpft mit B. Also schalten wir den Multiplexer auf unteren Eingang des A, den Multiplexer auf oberen Eingang des B. Also
ein zweites Register, der macht das, was hier hinten in den Funktionen drin steht. Addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, wenn das Ding das kann, XOR, AND, naja, die ganze Palette. Shiften. Und das Resultat steht hier im ALU-Out. Wenn es ein Register-Immediate-Befehl ist, dann nehmen wir das A hier vom unteren Eingang, hier das Immediate vom unteren Eingang, wenn wir also auf das Register 13 42 drauf addieren wollen, dann kommt hier die 42 und hier der Inhalt vom Register 13, es wird hier mit der Funktion verknüpft. Das hier übrigens auch gerne für Shifts und sowas. Da steht dann in dem Immediate drin, um wie viele Bits wir shiften wollen, nach links oder nach rechts. Und in der Funktion steht drin, ob der Shift nach links oder nach rechts gehen soll, ob es ein Rotieren sein soll oder ein Shiften mit wegwerfen bzw. nachziehen. Wenn es eine Sprunginstruktion ist, also Control Transfer, dann wird das Sprungziel berechnet. Dann nehmen wir hier den oberen Multiplexer-Eingang, hier den unteren Multiplexer-Eingang und wir berechnen hier die Adresse, wo es weitergeht. Es gibt natürlich auch wenn wir Register indirekt, also dahin springen, wo ein Register hin zeigt, dann kann man hier auch das A nehmen. Und der Condition Code, der wird gesetzt, da wird das A genommen und verglichen mit dem Zero, ob es gleich Zero ist, ob es ungleich Zero ist. Und diese Operation, die kommt auch aus den Funktionsbits raus. Das war ja, auch schon ohne allzu viel ja, Schwierigkeiten oder Zauberei dieser Ausführungsschritt. Wir müssen hier aufteilen nach dem, ist es ein Load-Store-Befehl, ist es ein arithmetischer Befehl oder arithmetisch mit einem Immediate beziehungsweise hier der Sonderfall Control Transfer. Und jetzt müssen wir noch das bisschen erledigen, was übrig bleibt. Und bei unserer DLX-Pipeline ist vielleicht der Write-Back-Schritt hier hinten der schwächste. Obwohl natürlich auch durchaus was gemacht wird, sprechen wir gleich noch drüber. Aber jetzt erstmal der Memory Access. Das ist dieser Schritt hier. Der Memory Access einerseits, beziehungsweise wenn gesprungen wird, Branch Completion Cycle. Der Memory Access, der wird natürlich nur beim Load oder Store ausgeführt. Beim Load nehmen wir die Adresse hier, geben es dem Memory, also ALU Output dem Memory geben und dann liefert das Memory in einem Zyklus das Resultat zurück und steckt es hier hinein in die Load Memory Data, in dieses Ausgangs-Latch, so dass es beim nächsten Schritt verarztet werden kann. Beim Store haben wir auch wieder ALU Output und dann nehmen wir das Register B von hier unten, das da, und stecken es an die Stelle, in der das ALU Output zu der das ALU-Output hin zeigt. Also ALU-Output ergibt sich zu dem, was hier unten ist, das B. Ich gehe nochmal zurück hierhin. Sie sehen, dass das B auch hierhin geleitet ist. Hier muss es natürlich nochmal einen Zwischenpuffer geben. Ich könnte vielleicht so ein B-Strich hier noch hinschreiben, denn das wird hier schon überschrieben. Ja, das sollte ich vielleicht machen. Hier noch einen B-Strich einzeichnen. Muss ich mir bloß noch merken, dass ich das heute Abend noch machen muss. Wer weiß, warum ich das brauche? Das B-Strich? Testfrage? Irgendwelche Vorschläge? Oder wollen Sie sich bedeckt halten? Ich nehme auch Vorschläge hin und wenn es nicht richtig ist, halt nicht. Ich
Das wird Ihnen sicher nicht zur Last gelegt werden. Okay. Ich habe gesagt, wir wollen noch parallel arbeiten. Das B hier, das wird also im Instruction Decode geschrieben. Und wenn dann hier die Execution Unit arbeitet, dann überschreibt der nächste Instruction Decode das B. Wenn wir also hier mehr als einen Zyklus später das B ins Data Memory schreiben wollen, dann steht ja hier schon was von einem anderen Befehl drin. Das heißt, hier während diesem Schritt müssen wir das B hier in so ein Output-Register reinschreiben. Einfach nur übernehmen, nicht groß nachdenken, nur übernehmen. Und genauso hier übrigens das Alu-Out, das muss auch nochmal hierhin nochmal zwischengepuffert werden. Da sollte ich die Zeichnung noch ein bisschen ergänzen. Unter anderem auch deshalb, weil das, glaube ich, zum Verständnis beiträgt. Vielleicht gibt es ja dann mal eine Zwischenfrage, wozu braucht es eigentlich hier unten den Kasten nochmal? Das wäre eine gute Verständnisfrage. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. In diesem, während die hier arbeitet, muss dieses Resultat hier, das Resultat, das was geschrieben werden soll, der Registerinhalt, der hier geschrieben werden soll, an die Adresse, die hier berechnet wird, nochmal hier zwischengepuffert werden. Denn sonst geht er verloren und wir würden uns hier das falsche Register holen. Das von 1 später. Also, da gibt es noch Korrekturbedarf in der Zeichnung. Dieses B, das muss das B von n-1 sein. Von meinem Befehl sein, von n und nicht von n+1. Von Zyklus n+1. Und beim Kontrolltransfer schauen wir dieses Condition an, was wir hier berechnet haben, erzeugt haben, dieses Bit. Und das Bit betreibt diesen Multiplexer und wenn das Bit auf 1 steht, dann nehmen wir ALU out und wenn das Bit auf 0 steht, nehmen wir den New Program Counter. Und der Write-Back-Zyklus, das ist also das hier, oder der ist, wenn wir einen Kontrolltransfer haben, leer. Bei einem Load-Befehl oder bei so einem Register-Alu-Rechenbefehl nehmen wir das Resultat hier, entweder hier, und da braucht es auch nochmal einen Puffer, oder das hier, was aus dem Memory kommt, und schreiben es zurück in die Registerbank, und zwar müssen wir uns da die Register aufheben, die Bits aufheben, die 5 Bits, die 5 Zielbits aufheben, wo wir das hin zurückschreiben müssen, oder den ALU-Out, wo der hin zurück soll beim Register Immediate. Beim Register werden diese 5 Bits genommen zur Indizierung von den Registern, damit das ALU-Out dahin kommt. Und ich gehe nochmal hier zurück. Das sehen Sie also, wir nehmen entweder das hier oder das hier, deshalb braucht es hier nochmal so einen Puffer, ALU-Out-Strich, das hier oder das hier und schreiben es hierhin zurück. Und dazu brauchen wir natürlich noch einen Registerindex. Der Registerindex, den wir benutzen müssen, schnell, schnell, schnell. Das ist der hier. Die Bits 16 bis 20 vom Befehl. Destination. Beziehungsweise, wenn wir das LMD zurückschreiben bei so einem Store-Befehl, stehen hier die 5 Bit drin, wo es hin soll. Das, was wir aus dem Speicher geholt haben beim Load-Befehl. Und beim Addieren steht es in den 5 Bit drin. Ich könnte ja auch irgendeinen Sprung einbauen hier in die Folie.
Also das hier ist Modulo-Sachen, die ich vielleicht noch nachführen muss. Ich habe gesagt, ich habe das frisch gezeichnet in der Zeichnung und in dem Applet hier bei Iowa State. Da sind diese Zwischenpuffer auch nicht drin, nur textuell beschrieben. Aber ich glaube, ich zeichne sie jetzt doch ein, weil es vernünftiger ist, das zu haben. Und jetzt, naja, jetzt ist natürlich hier schon nochmal die Chance, Sie um Fragen zu bitten. Ich erkläre es auch gerne, ich gehe auch gerne nochmal über die ganze Pipeline drüber. Ist mir schon wichtig, dass Sie es hier an dieser Stelle halbwegs verstanden haben. Ja? Control Transfer? X-Fair. Transfer ein bisschen kompakt geschrieben. Ja, okay. Transfer könnte ich auch schreiben. Weitere Fragen? Ja, sollte ich auch irgendwie ausschreiben. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, da habe ich irgendwann mal Platz sparen müssen auf einer anderen Folie, als sie noch anders gestaltet war. Und naja, den Text habe ich übernommen. Kann man auch ausbuchstabieren. Na gut, wenn Sie, wenn Ihnen das alles so super klar ist, dann können wir einfach gleich weitermachen und ordentlich Gas geben. Das Semester ist ja schon irgendwie gar nicht mehr so lang. Das mit der Pipeline hat sich irgendwie bisher ja ganz gut angehört. Sie werden das vielleicht auch irgendwie als gut empfunden haben. Aber natürlich gibt es da auch so ein paar kleine Probleme. So wie bei einer richtigen Pipeline, wenn Autos gebaut werden, kann es ja sein, dass irgendein Zwischenschritt mal nicht fertig wird. Zum Beispiel, weil kein Auspuff mehr im Lager ist. Da muss die Pipeline angehalten werden. Wenn irgendwelche Zutaten zu dem, was man produzieren will, und bei uns sind das Daten, wenn die fehlen. Es gibt noch andere Probleme, warum es in so einer Pipeline Verzögerungen geben kann. Das mit dem Daten noch nicht rechtzeitig da, Auspuff ist nicht angeliefert worden. Das ist bei uns der Cache-Miss. Ich habe ja gesagt, hier in dieser Stufe, wenn wir ins Datenmemory reingehen, in einem Zyklus ist das Resultat da aus dem Datenspeicher. Das können wir natürlich nur mit einem Cache einhalten. Und in 2 Wochen werden wir uns noch anschauen, wie Halbleiterspeicher funktioniert. Und da werden wir zu unserem Entsetzen feststellen, dass das normale RAM nicht in einem Zyklus, einem Prozessorzyklus seine Daten liefert, sondern in 30 oder 40 Prozessorzyklen erst Daten anliefert. Weil es nämlich braucht. Deshalb gibt es überhaupt den ganzen Aufwand mit dem Cache. Und deshalb bringt es auch was, wenn so ein Computer Cache hat, im Verhältnis zu einem, der wenig oder gar keinen hat. Also, damit dieses hierhinter in einem realen Computer heutzutage ist das hier Cache. Aber leider ist der Cache nur ein paar Kilobyte groß. 32 oder so in der Größenordnung. Der Level 1 Cache, der wirklich so schnell liefert. Level 2 Cache braucht schon ein bisschen länger, ist dafür größer, aber er liefert eben auch erst später. Und die Daten liegen noch nicht bereit. Wenn also die Daten noch nicht bereit liegen, dann muss man hier, der Speicher kann nicht liefern, oder hier, der Befehl liegt nicht im Instruction Cache, muss man die Pipeline anhalten und warten, bis die Daten dann tatsächlich gekommen sind. Sowas, das ist eine Gefahr für die Pipeline, wenn Sie so wollen, deshalb hazard.
Es gibt noch andere Hassles, zum Beispiel konkurrierender Zugriff auf irgendwelche Ressourcen. Wenn wir, wie in der MIMA, die Addition hier auf den nächsten Programmzähler erst hier machen würden, in der ALU, dann müssen wir manchmal Programmzähler, immer Programmzähler raufzählen, aber manchmal könnten wir das nicht, weil ja die ALU fürs Addieren gebraucht wird. Oder fürs Subtrahieren. Also das wäre so ein Ressourcenkonflikt. Aber ein schwerwiegender Ressourcenkonflikt ist wahrscheinlich, wenn wir in den Speicher zugreifen müssen. Wenn wir nur einen Speicher haben oder nur einen Cache haben für Daten und für Instruktionen, dann wollen ja einerseits diese Decode-Stufe zugreifen und andererseits will die Memory-Stufe zugreifen und nur einer kann. Also das wäre auch so ein Hazard. Und dann können wir keine neuen Instruktionen starten. Müssen die Pipeline anhalten. Man nennt das auch so ein Store in a Pipeline Bubble. Und ich habe mir das jetzt hier mal aufgezeichnet, in einem Beispiel oder in einer Tabelle aufgeschrieben, in einem Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben nur einen Cache für Instruktionen und Daten. Dann hätten wir ja an dieser Stelle, wenn wir hier, also der hier will im vierten Zyklus ins Memory reingreifen, was lesen. Nicht jede Instruktion liest im Memory, das passiert nicht immer, aber eben manchmal. Würden wir hier also in der Memory-Stufe bei einer Load-Instruktion hier wirklich lesen wollen. Gleichzeitig, wenn wir nur einen Instruktions- und Daten-Cache haben, würde hier eine Instruktion geholt werden müssen aus dem Cache. Und das würde hiermit kollidieren. Das heißt also, weil der hier liest, kann hier keine Instruktion geholt werden und wir müssen ja, das sozusagen ersetzen durch nichts tun. Da können wir entweder eine Null-Operation reinschreiben in die Pipeline oder wir machen irgendwelche Flags, da steht jetzt einmal nichts tun. Das habe ich hier so ausgedrückt. Jetzt, wenn das hier erledigt ist und der hier, sagen wir mal eine Addition, der muss nicht in den Speicher, dann können wir den nächsten Befehl holen und es geht weiter. Sie sehen aber, dass wir insgesamt einen Zyklus verloren haben. Hier haben wir ein Resultat, dann haben wir hier kein Resultat und erst hier wieder ein Resultat in diesem Zyklus. Unser Computer ist gerade langsamer geworden. Damit die Pipeline überhaupt funktioniert, arbeiten wir mit diesem Hilfskonstrukt Bubble. Pipeline Bubble. Das Ding muss ja trotzdem noch irgendwie gehen. Wenn wir dann mal in Anführungszeichen Geld gefunden haben oder Ressourcen gefunden haben, wenn wir ein paar zigtausend Transistoren mehr drauf bauen können auf unseren Chip, dann können wir Cache einbauen, dann passiert uns das nicht. Das hier nennt man übrigens ein Structural Hazard, wenn man keine getrennten Instruktions- und Daten-Caches hat. Aber da wollen wir jetzt auch noch ein bisschen drüber reden. Die alternative Darstellung davon ist, dass man nur hier einen Stall reinschreibt und dann hier die Instruktion als nächstes hinschreibt. Aber Sie sehen trotzdem, hier fehlt uns dann ein Zyklus, kein Resultat. Pipeline langsamer. Oder ein anderer Fall, hier an dieser Stelle können wir die Execution nicht starten, weil wir ein Resultat erst noch brauchen von weiter oben. Und dann würden wir das so markieren, dass wir hier das hier anhalten, an dieser Stelle, hier überall Stalls einfügen und Sie sehen, wir würden eben auch wieder verlieren. Das ist eine andere Art von so einem Pipeline-Stall. Jetzt wollen wir dann diese Hazards mal anschauen, eins nach dem anderen. Ein anderer von diesen Structural Hazards ist, wir haben nur einen Schreibeingang in das Register-File. Aber wir wollen in einem Zyklus zweimal schreiben.
oder den einen Cache, beziehungsweise bloß nur für Daten und Befehle. Hier würde dann also Load Memory kollidieren mit Instruction 3, dem Fetch davon. Die beiden hier würden kollidieren und wir müssen hier wegen diesem Load hier die Bubble einfügen und können erst hier weitermachen. Ja, das habe ich jetzt wieder in der Schreibweise von vorher. Das ist der Structural Hazard. Dies sind die bekanntesten oder typischen Probleme davon, von dem Structural Hazard. Nehmen wir mal an, aus irgendwelchen Gründen, auf die wir dann später noch kommen, warum das nötig sein kann, kann die Memory-Stufe das ALU-Ausgangsregister gleich ins Registerfile schreiben. Dann wären also, wenn wir hier nochmal in unsere Zeichnung zurückgehen, könnten wir auch von hier hin, hier, gleich hier hin zurück. Das kann sinnvoll sein, wir werden gleich darüber sprechen, warum das sinnvoll ist. Ich vertröste Sie 5 Minuten. Also, hier haben wir so einen Load-Befehl. Irgendwas soll ins R1 hinein und hier wollen wir R4 zum R3 addieren und ins R2 packen. Wir haben also eigentlich keinen Konflikt. Der will ins R2 schreiben und der will ins R1 schreiben. Hier in dieser Situation. Dummerweise gibt es hier nur einen Eingang und es können nicht beide schreiben. Hier würden wir gerne das R2 schon zurückschreiben, hier müssen wir das R1 zurückschreiben, es kommt zu einer Kollision. Und dann müssen wir eben erst das R1 zurückschreiben und das hier eine Stufe warten lassen, also einen Zyklus warten lassen, Bubble einfügen, bis das hier schreiben kann. Das ist so ein Structural Hazard. Wir können das verbessern, indem wir in das Register-File 2 Eingänge einbauen, dass die gleichzeitig schreiben können. Warum das hier sinnvoll ist, das müssen wir gleich noch sehen. Warum die alte Regel durchbrechen, dass nur in der Write-Back-Stufe geschrieben wird, mit diesem, dass wir auch in der Mem-Stufe schon zurückschreiben können, da müssen wir gleich drüber sprechen. Also, wenn wir 2 Write-Ports einfügen, statt eine Bubble machen, 2 Write-Ports reinkonstruieren für unser Register-File, haben wir zwar das Problem gelöst, aber dann kriegen wir ein frisches Problem. Dass nämlich manchmal es passieren könnte, dass der hier ins R2 reinschreiben will und der hier auch ins R2 reinschreiben will. Und was nehmen wir dann? Also, dann ist das zwar vielleicht um eine Größenordnung reduziert, dieses Problem, aber es ist dann eben ein anderes. Das dringt um eine Größenordnung reduziert, heißt, trifft vielleicht nicht so häufig ein, ist viel seltener, aber trotzdem kann es das geben. Kann man sich als Compiler drum kümmern oder die Hardware kann überwachen und eventuell doch Bubbles einfügen noch. Und jetzt möchte ich über die Hazards sprechen, die irgendwie die typischen sind, die klassischen Hazards. Und die vielleicht auch am einfachsten zu verstehen sind. Das sind die Data Hazards. Wenn Sie so ein Programm schreiben, dann passiert es Ihnen ja häufig, dass Sie auf das A 42 drauf addieren und dann gleich in der nächsten Programmzeile mit dem A was machen. So fällt es uns beim Programmieren ja gerne mal ein. Machen wir mal so, A ist gleich A plus 42 und dann B ist gleich C minus A. Klar, wir berechnen hier irgendwas und wollen es gleich danach benutzen. So ist es eben in der Formel beim Programmieren, oder? Also jedenfalls bei mir ist das schon gerne mal so. Jetzt müssen wir uns das aber pipelinisiert anschauen. Ich meine, hier wird ein Addierbefehl, addiere R3 und irgendwie immediate
ja, eben die 42, das sind 2a hexadezimal und das Ganze wieder ins R3 zurück und hier haben wir 4 minus R3 und ins R2. In unserer Pipeline sieht das traurigerweise so aus, dass wir, ich habe hier R2, zum Instruction Decode hier in dieser Stelle das R2 von dem hier fertig ausgerechnet braucht. Aber das R2 ist doch erst hier berechnet. Und das ist ja in der Zeit 2 Zyklen vorher. Also rechnet der mit der hier unten mit dem alten R2 und das, was hier rauskommt, das R1 ist falsch. Alle gesehen? Klar, oder? Hier mein Beispiel, das ich immer so geschwind hingeschrieben habe, das ist auch falsch. In unserer Pipeline. Was müssen wir machen? Bubbles einbauen. Wir müssen also dafür sorgen, dass das hier erst, ja, dass diese Instruction Decode, dass das Parameter besorgen hier für den Multiply, dass es erst später stattfindet. Und da müssen wir nicht nur eine Bubble reinpacken, sondern wir können auch gleich noch, na, eigentlich 3 Stück reinpacken. Bis wir weitermachen können. Das ist eine Datenabhängigkeit. Wir haben ein Resultat hier, das A, und versorgen es im nächsten Befehl gleich. Und wenn Sie sich ans Programmieren zurückdenken, da ist das ja ständig so, dass wir sowas machen. Jetzt können wir entweder unsere Programme mit Pipeline im Hinterkopf besser machen, oder wir können hoffen, dass der Compiler es hinkriegt, dass der Compiler also was gegen solche Bubbles tut und unsere Instruktionen anders anordnet. Das muss man natürlich auch wissen, wie. Oder die Hardware kann mal suchen, ob sie was findet, was man ausführen kann, während wir auf das Resultat warten. Und viertens, vielleicht kriegen wir irgendwie diesen Data Hazard in unserer Prozessorarchitektur entschärft. Das sind so unsere 3 Optionen. Man nennt diese echten Abhängigkeiten, also Instruktion 1 schreibt in das Register, das Instruktion 2 benötigt, aber eben erst viel später. Das kann übrigens auch im Speicher stattfinden natürlich. Man nennt das Read After Write. Instruktion 2 liest die das ist ein Fehler, Instruktion 2 würde Operanden lesen, bevor er Instruktion 1 hingeschrieben hat. Und das sehen Sie genau hier. Hier wird R2 geschrieben, hier wird es aber schon geholt, ist zu früh, wir haben einen Fehler. Das ist der Raw Hazard. Raw Hazard. Read after write. Es gibt noch 2 andere von dieser, der hat noch 2 Freunde der Raw, 2 andere Data Hazards und das ist das Write after read. Die Instruktion 2 schreibt einen Operanden, fälschlicherweise, bevor Instruktion 1 ihn gelesen hat. Wir schreiben also zu früh zurück. Das kann in der DLX-Pipeline, so wie es jetzt ist, nicht passieren, aber wir werden dann gleich, oder nächste Stunde, zu solchen superskalaren Architekturen kommen, wo es eben genau passieren kann. Das ist der War Hazard. Und dann gibt es noch den Buff Hazard, Right After Write, die Instruktion 2 schreibt einen Operanden, bevor Instruktion 1 ihn schreibt. Das ist natürlich auch falsch, denn in der Reihenfolge muss es ja so sein, dass das Schreiben von Instruktion 1, das, was die Instruktion 1 dann zurückschreibt, dann von Instruktion 2 überschrieben wird. Aber wenn man diese Reihenfolge umdreht, das passiert in komplexeren Pipelines als der DLX, aber die solche werden wir dann auch noch anschauen. Falls man das also umdreht, haben wir auch ein falsches Resultat. Wir rechnen ja hier dann mit dem weiter, was die Instruktion 1 zurückgeschrieben hat und nicht, was die Instruktion 2 zurückgeschrieben hat, die ja im Programm tatsächlich weiter unten steht, aber aus irgendeinem Grund nach vorne sortiert worden ist. Ich habe ja hier oben gesagt,
um mit diesen Bubbles fertig zu werden, können wir die Instruktionen umsortieren. Aber genau wenn wir was hiergegen unternehmen, kann uns einer von diesen Dingern hier passieren. Also die Lösung von dem Problem macht diese beiden neuen Probleme. Das hier ist aber häufig nur eine Namensabhängigkeit und keine echte Datenabhängigkeit. Antiabhängig sind Instruktionen, wenn die Instruktion 1 ein Register liest, das Instruktion 2 später überschreibt, in der Reihenfolge später überschreibt. Das nennt man antiabhängig. Ausgabeabhängig nennt man, Instruktion 1 schreibt ein Register, das Instruktion 2 später überschreibt. Hier lesen, später überschreiben, das ist ein Kandidat für den WAR, das hier ist ein Kandidat für den WAF. Das ausgabeabhängig. Eigentlich werden keine Daten von Instruktion 2 von Instruktion 1 an Instruktion 2 übergeben. Der braucht nichts von dem hier, aber es ist so ein Implementierungsproblem. Wir sind nur namensabhängig. Zufällig später wird eben das Register wieder verwendet. Hier, der verwendet ein Register, was der dann später irgendwie verwendet. Vielleicht für irgendeinen anderen Zweck. Der hier liest ein Register, was der dann später überschreibt. Das wäre kein Problem, wenn wir die hier nicht umsortieren. Also Namensabhängigkeiten sind keine echten Abhängigkeiten. Und wenn wir weitere Register einführen, man nennt das Register Renaming, ne? Namensabhängigkeit, Register Renaming, anderen Namen finden, dann klappt das trotzdem. Dann kann man mit diesen beiden hier fertig werden. Aber es ist was, worum man sich kümmern muss. Also das ist nicht wirklich hier ein echtes Problem. Das ist ein Problem, was man temporär hat, das man aber mit technischen Maßnahmen beseitigen kann, ohne Zauberei. Das hier ist etwas, was man mit technischen Maßnahmen lindern kann und manchmal stört es dann nicht mehr, was wir aber nicht beseitigen können. Echte Abhängigkeiten sind solche Data Hassles und das hier sind Namensabhängigkeiten, mit denen man aber fertig werden kann. Ja, was können wir machen? Wenn wir jetzt mal scharf nachdenken, dann sehen wir ja, dass wir hier eigentlich schon das R2 berechnen. In diesem Augenblick hier hinten an diesem Strich wäre das R2 fertig. Jetzt müssten wir es nur noch schaffen, das R2 hier runter, von hier nach hier zu kriegen, in den Execute zu kriegen. Wir bräuchten also so ein, ja, eine Abkürzung, formulieren wir es mal so. Und das habe ich, ja, die Lösung, ich habe schon darüber gesprochen, der Compiler erzeugt geeigneten Code, zum Beispiel Nops einfügen, das sind Software-Bubbles, oder er findet irgendwelche anderen Instruktionen, die wir da reinschieben können. Die Hardware kann die Pipeline steuern, ne? Hardware-Bubbles können die Pipeline anhalten. Hier wäre die Pipeline hart angehalten und Sie sehen dann, berechnet, hier machen wir gar nichts, hier schreiben wir es zurück, hier kann der Instruction Decode das nehmen und hierfür bereitlegen. Wir haben aber zwei Bubbles. Und da ist der Ausweg, den ich jetzt hier noch erwähnen will, etwas, das man Forwarding nennt. Eine Abkürzung in der Pipeline. Das Resultat von dem Execution, das können wir ja hier schon rübernehmen. Dann würden hier nicht die Daten, die der im R2 gelesen, aus dem R2 gelesen hat, verwendet, die alten, sondern wir würden der Execution-Stufe von diesem Multiply das Resultat hier in Anführungszeichen unterschieben. Das R2, was wir gelesen haben, in das B-Register da reingesteckt haben, das würden wir ersetzen. Forwarding. Und dann sehen Sie, jetzt haben wir hier die richtigen. Das Resultat hier wird hier benutzt, da an dieser Stelle, und wir produzieren das richtige Resultat.
Das hier wäre gleich aus der Execution nehmen. Und dieses Forwarding können wir auch machen mit diesem Load Memory Data Register. Und das gleich an den ALU-Input für eine Instruktion, die noch im Decode ist, kopieren. Das ist diese Variante. Allerdings klappt es hier dann immer noch nicht. Sie sehen, das, was das Memory produziert, bräuchten wir ja hier eigentlich schon, wenn wir also die Variable B ins R2 laden und gleich benutzen wollen. Das würde also noch nicht funktionieren. Da müssten wir dann trotzdem noch eine Bubble einführen, würden das hier runterkopieren, hier zurückschreiben, aber der würde schon parallel dazu rechnen. Also in diesem Fall mit diesen beiden Instruktionen haben wir aus zwei Bubbles eine gemacht. Bei hier haben wir aus zwei Bubbles 0 gemacht mit dem Forwarding. Und an dieser Stelle mache ich jetzt für heute Schluss und wir machen das nächste Mal weiter mit den Control Hazards. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, nächstes Mal ist Montag um 14 Uhr. Auf Wiedersehen.